Meine Damen und Herren und hallo Leute, wir würden unsere App vor Food präsentieren. Jetzt lasst mich bitte unsere Mitglieder vorstellen. Zuerst sind das Tor und Joske und sie sind Techniker und später werden sie erkennen, wie das App funktioniert. Und das ist Sarah, sie hat das Design und Logo gemacht und später wird sie zeigen und die Bedeutung erklären. Und das ist Yejin, DJ, und ihr Job ist Webdesign und ich bin Wei und mein Job ist über den Text nachdenken, nachzudenken und zu schreiben. Also fangen wir an. Ist hier jemand Vegetarier? Hand hoch bitte. Ja, einige sind der Lieblingsstil. Gut. Und Vegetarier hat manchmal Probleme mit Essen, oder? Ab und zu weiß Vegetarier nicht, ob das Essen kann. Also, das ist unser Motto. Essen ist immer wichtig, aber nicht immer richtig. Und das ist unsere Seite. Ja. Wenn man eine Art Macht hat, braucht man unbedingt ein Logo, oder? Also habe ich eines ausgedacht. Das Logo zeigt das Thema der App Hohood. Also habe ich ein vorsichtig Giftzeichen und mit zwei Karotten gemischt. Wie findest du das? Cool, ja? Ja. Unsere App hilft euch bei unbekanntem Essen. Und du kannst Folgendes kennenlernen. Informationen über Vegetarisch, Allergie und schlechte Geschmack. Und du kannst auch deine Meinung teilen, welche Essen hast du. Deswegen kannst du schlechte oder ungeeignete Speise meiden. Dann, wie funktioniert es? Ich zeige euch. Zuerst solltest du einen Kontinent wählen, zum Beispiel Asien. Und hier, du kannst ein Essen klicken und schau mal bitte dieses grüne Zeichen. Das zeigt, es gibt Informationen über Vegetarisch. Zum Beispiel Gomtang, koreanisches Essen. Jetzt. Du kannst wissen, Gomtang besteht aus etwas Fleisch und du kannst das nicht essen. Zu vegetarisch. Deswegen Vegetarier braucht diese App. Also, ich mache auf der Applikation ein kleines Spiel als Demonstration. Also, ich bin in einem japanischen Restaurant, so, was ist das? Zuerst klicke ich Asia. Also, das ist die gleiche Kanji, ja. Also, ich denke, also, Natto ist natto riecht furchtbar. Und
möchte nicht essen. Fertig. Okay. Ich reagiere mit Krieg. Ja. Unser Ziel ist, dass Benutzer viele Daten vom Essen zur Firebase, eine Database, Firebase schicken und bekommen kann. So, aber das ist nicht fertig. So, ja, wir haben mit Unity, so mit Unity die Applikation gemacht und was soll ich sagen? Also ja, die Programmierung wird auf C# geschrieben, ja. Also, ich mag Pitch-Sider nicht. Oh, ich mag Carriers nicht. Ich mag Natto nicht. Ich mag den Hitofu nicht. Ich mag Tantamel nicht. Was machst du nicht? Herr und Rat, unsere App und Postmal, schnell! Danke für Ihre Aufmerksamkeit.